Die Christiania Bohem war kein eingetragener Verein oder eine Gruppe, bei der man hätte Mitglied werden müssen, sondern es war eine lockere Gruppe von Gleichgesinnten, die sich im Grand Café oder in Gravesen trafen und dort ihre antibürgerlichen Meinungen austauschten. Zu ihnen gehörte neben dem Schriftsteller, Philosophen und Anarchisten Hans Jäger, der Maler Christian Krog und die Künstlerin Oda Lasson, die in erster Ehe mit dem Holzhändler Jürgen Engelhardt verheiratet war, von dem sie sich dann aber trennte, als er in Konkurs ging. Christian Krog und Oda Lasson verliebten sich 1884 ineinander und wurden ein Paar. Dann gehörte noch der Schriftsteller Gunnar Heiberg zu dieser Bohème-Gruppe dazu. Munk war eher eine Person am Rande, ein stiller Teilnehmer, ein teilnehmender Beobachter, wie der Ethnologe Bronislaw Malinowski sagen würde. Er hat die Zeit in der Christiania Bohème immer wieder in Bildern dargestellt und so auch verewigt. Er hat ein wunderschönes Porträt von Hans Jäger gemalt, das Sie hier hinter mir stehen sehen. Und vor allem muss man sagen, dass Hans Jäger für ihn der wichtigste Anreger war, literarisch tätig zu werden. Wenn man Passagen liest von Hans Jäger in seinem Buch Kranke Liebe, in dem er die Dreiecksbeziehung zwischen Oda Lassen, Christian Krog und ihm ausführlich in drei Bänden beschreibt, und man liest dann die Notizen von Munk über seine Geschichte mit Millie Taulo, der sogenannten Frau Heiberg, dann sieht man, wie ähnlich dieser literarische Stil wirklich ist. Und man kann auch sagen, dass Edvard Munk, als er dann im Oktober 1889 zum ersten Mal von Oslo wegging, um nach Paris zu gehen mit einem norwegischen Staatsstipendium, dass er dort dann anfing, vier Notizbücher voll zu schreiben, in denen er sich Rechenschaft ablegte über seine Kindheit, seine Jugend, den Tod der Mutter, den Tod der Schwester und sein Verhältnis zu dem Vater. All dies wird ausgelöst durch die Nachricht vom Tod seines Vaters, die ihn in Paris erreicht und es ihm nicht mehr möglich macht, sich mit seinem Vater noch einmal auszusprechen. Munk macht sich deswegen Vorwürfe, es quälen ihn Gewissensbisse und das ist der Auslöser einer sehr, sehr tiefgreifenden Reflexion, in der Munk noch einmal sein ganzes bisheriges Leben in literarischer Prosa verarbeitet.